Die jüngeren Vereinsmitglieder spielten meist zu anderen Zeiten, sagen die beiden. Aber auch das ändere nichts an dem hohen Durchschnittsalter im Club. Ja, das liegt 40, 50, ne? Ja, wenn ich es vorher gewusst hätte, ich habe das mal ausgerechnet, aber das liegt mit Sicherheit über 50, würde ich sagen. Wir haben also zurzeit 192, 193 Mitglieder. Doch so viele, ja? Ja, ja. Wir waren bis voriges Jahr 210, 215, 220. Das war jetzt im letzten Jahr war es halt etwas extrem, dieser Nachlass oder dieser Abgang von Mitgliedern. Ne? Aber es sind noch 192. Ja. Es folgt eine kleine Führung über das Gelände. Als erster Vorsitzender hat Dieter Schlath hier alles ganz genau im Blick. Dieses Amt hat er schon recht lange inne. Überhaupt ist er hier schon recht lange dabei. Der Verein wurde 1949 gegründet. Und ich persönlich bin seit 1959 dabei und spiele also seit 1959 Tennis. Schon ganz schön lang. Jo, sind bald 60 Jahre. Im Vorstand arbeite ich mit seit 1968. Tennisspieler seit bald 60 Jahren, Tennistrainer ist Dieter Schlath ebenfalls. Auch heute mit 72 betreibt er immer noch Sport, leidenschaftlich und kontinuierlich. Voraussetzung dafür, wie ich es mache, ist tatsächlich die Gesundheit. Oder dass sie sich wohlfühlen. Ne? Denn es ist nicht nur der Tennissport. Im Sommer fast jeden Tag im Schwimmbad, Radfahren, viel Radfahren. Im Winter mache ich mit hier unserem Club so eine Körperschulung. Der Körper ist schlicht und einfach noch in Ordnung. Und trotzdem, wir suchen Leute, die das allmählich übernehmen. Nur fehle eben der Nachwuchs, wie in vielen Vereinen. Trotzdem geben Dieter Schlath und Siegfried Wenz die Hoffnung auf Neuzugang nicht auf. Na gut, wir haben hier in der Gemeinde das Glück, dass wir jetzt ein sehr großes Baugebiet ausgewiesen haben. Und da hoffen wir, dass da junge Kinder mehr, Kinder zu uns stoßen. Und das sieht man auch. Also die Infrastruktur von uns, die ist also recht gut. Die Bauplätze, die waren ruckzuck verkauft, ja, weil viele junge Familien sagen, das ist Schwimmbad in der Nähe, ne? und Tennisplätze und Fußballverein. Es gibt Zuzug hier noch in der Gegend. Es gibt Zuzug, ja, doch, doch. Für uns öffnen die beiden das Vereinsheim. Diverse Preise hat der Tennisclub Rot-Weiß in der Vergangenheit gewonnen. Vor seiner Pensionierung 2008 war Dieter Schlath übrigens Lehrer. Erst an einer Grund- und Hauptschule, später an einer integrierten Gesamtschule für die Fächer Mathematik, Geschichte und Sport. Der Schulalltag habe sich mit den Jahren stark verändert, sagt Schlath, der heute dreifacher Großvater ist. Vor allem durch die Ganztagsschulen bliebe den Kindern wenig Raum für Freizeitgestaltung. Wenn ich denke, bis 4 Uhr sind die in der Schule, sind beschäftigt, kommen dann nach Hause, teilweise mit dem Bus fahren. Es wird 4:30, teilweise 5. Dann stehen ja auch noch Hausaufgaben unter Umständen an. Ne? Und dass dann der eine oder andere nicht mehr die Lust hat, sowas zu machen, das würde ich verstehen. Kann zwar nicht erklären, aber ist verständlich. Und der Trainer, ne? Lehrer, Tennistrainer, Vereinsvorsitzender. Im Umgang mit Menschen kenne er sich aus, sagt Dieter Schlath. Die Arbeit im Verein sei besonders fordernd. Knapp 200 Mitglieder, da könne man es selten allen recht machen. Versuch, stellt man sich doch schon mal die Frage, muss man sich das wirklich antun? Ne? Beide über 70 und wir könnten unser Leben durchaus ohne diese kleinen Scharmützel da verbringen. Ne? Aber trotzdem, der Spaß an der Sache, mit Menschen umzugehen, und der Sport an sich ist im Moment noch vorrangig. Das